Guten Abend, liebe Rumpfundfreunde. Ja, heute bin ich hier bei den Osterfestspielen in Salzburg, die ja diesmal den Tannhäuser bringen. Eine Inszenierung, die bereits bekannt ist von der Bayerischen Straße bei München. Romeo Castelluzzi hat das gemacht. Dazu komme ich dann gleich. Ich möchte doch erstmal hervorheben, dass es hier hervorragende Sängerpersönlichkeiten gab, die hier die Hauptrollen verkörpert haben. Jonas Kaufmann, sehr gelungen, ein sehr guter Tannhäuser, auch darstellerisch intensiv. Man hat ihm die Rolle von Anfang bis Ende hervorragend abnehmen können. Ja, Emma Bell, eine sehr gute Mezzo. Marlies Petersen, natürlich eine hervorragende Sopranistin, vielleicht nicht ideal besetzt mit der Elisabeth. Genauso wenig wie Christian Gerhaher, der im Grunde doch ein Leadsänger ist. Da fehlte meines Erachtens ein bisschen das Opernhafte bei ihm. Georg Zeppenfeld als Landgraf Hermann und auch die weiteren Ritter. Dirigiert hat das diesmal Andres Nelsons. Ich fand das Dirigat im Prinzip recht gut. Es war allerdings etwas schwer vielleicht, etwas sehr getragen, was aber wiederum auch passte zur Aktion auf der Bühne. Und damit komme ich zu der Inszenierung. Eine Inszenierung mit relativ wenig Aktivitäten, oft auch festgefahren wie im zweiten Akt, wo doch sehr starkes Stehtheater dominierte, fast oratorienhaft. Das Ganze stand im Zeichen von Pfeilen, die abgeschossen werden im 25-minütigen Vorspiel der Pariser Fassung, was ich ja gut finde, Pariser Fassung, werden also von Amazonen, die allerdings oben noch, Gott sei Dank, noch komplett besetzt sind, werden Pfeile erst auf ein Auge geschossen, später auf ein Ohr. Da hätte eigentlich viel besser eine Vulva gepasst, finde ich, um die Thematik des Venusberges besser darzustellen. Tannhäuser kommt über einen riesigen Fleischberg in den Venusberg hinein, offenbar überdrüssig der fleischlichen Wollust, könnte man so sehen. Man könnte es aber auch als nicht besonders attraktiv einstufen. Besonders schlecht fand ich, dass hier immer wieder abgelenkt wurde von der wunderbaren Musik, wie auch von der Rom-Erzählung im dritten Akt. Denn da finden wir hinten eine Stunde in Pathologie, wo also die Leichen der beiden sich über Jahrmilliarden zersetzen. Elisabeth sehen wir bis zum Schluss. Die Inszenierung, muss ich sagen, ist problematisch, aber musikalisch und eben stimmlich war es dann doch ein lohnender Abend. Guten Abend aus Salzburg, Ihr Klaus Billert.